Was haben Hummer, Flusskrebs, Hüpferling, Garnele und Assel gemeinsam? Diese Tiere gehören zu den Krebstieren. Und obwohl diese Tiere sehr unterschiedlich aussehen und teilweise auch ganz verschiedene Lebensräume bewohnen, gibt es viele Gemeinsamkeiten. In diesem Video möchte ich auf die Lebensweise von Krebstieren eingehen und dir etwas zur Ernährung und Fortpflanzung von ihnen erzählen. Krebstiere sind wirbellose Tiere. Sie stellen einen Unterstamm der Gliederfüßer dar, zu denen auch die Insekten- oder Spinnentiere gehören. Der Körper der Krebstiere besteht wie bei allen Gliederfüßern aus Segmenten und lässt sich in Kopf-, Bruststück- und Hinterleib gliedern. Alle Krebstiere besitzen zwei. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com